Also, dass er Österreicher für Deutschland Silber geholt hat, das war natürlich schon für uns ein ziemlich großer WM-Moment. Für mich der Super-G, eigentlich das Rennen der Weltmeisterschaft. Ja. So spektakulär anzuschauen, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Man hat bei jedem Athleten hat man mitzittert, mitgefiebert und ja, dann für uns oder eigentlich auch für die Österreicher. Ja, möchtest du dich jetzt auch bedanken, vielleicht diese Gelegenheit nützen? Also lieber Herr Peter Schröcksnadel, wo ist die Kamera? Vielen Dank, dass Sie diese weise Entscheidung getroffen haben, den Romit Baumann zu uns Deutschen weitergehen zu lassen. Ja, also das ist hat er gepostet? Neuerfahrung für Marcel, Neuerfahrung. Seltenes Bild. Schau dir das an. Er noch nie gehabt, glaube ich. Das, weißt du, was ich immer da denke? Hirscher, wieso hast du das nicht schon früher machen können? ja, also den Fehler, den werde er nicht nochmal machen, glaube ich. Nein, er macht nicht nochmal Fehler zweimal. Ja. Ja, vielleicht hätte der Pferdl auch vorher mal mit den Skien runterfahren. Ja, stimmt. Und dann wäre das vielleicht nicht so passiert. Nein. Ein blaues Auge hat er sich geholt auch dabei. Letztendlich wäre er nicht in WM-Form gewesen. Sehen wir es mal positiv. Ich sage euch jetzt eins. Ein Marcel Hirscher, dem gebe ich 2 Wochen Training in den Stangen. Und dann plattelt der wieder alles so dermaßen her. Also der, ja. Naja, vielleicht motivierst du ihn ja irgendwann, dass er doch sich nochmal... Da kann er sich nur selber dazu motivieren, aber der kann schon noch Skifahren, der Bursche. Der Marco Pfeiffer, der hat ja den 2. Durchgang gesetzt, also der österreichische Trainer, und der hat einen Gartenzaun untergesetzt. Also das war ja eigentlich nicht so förderlich, wenn du jetzt so einen Burschen hast, der da bei der WM dabei ist und so nominiert ist. Ja, aber wenn deine Mannschaft gut drauf ist, dann kann ich einen schweren Lauf stecken. Ja. Ja klar, aber trotzdem, wenn ihr jetzt halt einen 23-jährigen Burschen habt, der führt das erste Mal in seinem Leben beim Weltcuprennen oder ist das erste Mal bei Weltmeisterschaft dabei und dann so einen schweren Lauf nur zum Setzen, also das ist schon eine Überzeugung gewesen. Also vom technischen Können seiner Läufer. Aber es ist mutig schon sehr mutig. Ja, war cool. Ja, ich glaub, der Blecki hat sich schwer da. Der ist da eigentlich bei den kurzen komischen Passagen, da vertikale, langer Schwung, da hat sich der verfahren, mehr oder weniger. Oder ist dann nicht mehr reingekommen, aber das war ja Fahrerlauf. Ja, ich hatte, glaube ich, zu meinem Trainer gesagt, zuerst im ersten Moment, sag mal, fällt es dir eigentlich, wie groß das musst du untersetzen? Der Burlach Andi hat in Garmisch, wie ich Dritter war, bin gesteckt, im zweiten Durchgang und hat er vor dem Ziel ist er extrem flach in Garmisch. Und der Swindal war Dritter, ich war Zweiter, extrem drehend bis ins Ziel. Und wenn er das nicht zugesteckt hätte, dann hätte ich nie die Bronzemedaille gemacht, weil dann hätte es das Swindal gemacht. Weil mit der da überholt den Flochen aus. Also da steckst du natürlich schwerer dann, wenn die Läufer gut drauf sind. Ja, was heißt weniger Druck? Ich glaube, wenn du in Österreich bei der Weltmeisterschaft am Start stehst und dann auch die Situation, dass dann so einen Tag vorher nominiert wirst, dann hast du Nummer 8. Also da merkst du dann schon, hoppala, die Startnummer, die passt. Ich habe Glück gehabt bei der Auslosung und die musste jetzt halt schon abliefern. Und das hat er wirklich sensationell gemacht. Und wie schon vorher gesagt, bei dem schweren zweiten Durchgang, also das war nicht selbstverständlich, dass man den da so runterbringt und in dem Alter, also bei ihm hat das Material hundertprozentig gepasst, gleiches Material wie für Solivak, das hat ihm sicher an die Karten gespielt und von dem her, ja, cool gemacht und guter Bursch, also der gefällt mir. Ich muss sagen, also ich habe das, so das Niveau vom Skifahrerischen her beim Riesenslalom, das hat man eigentlich nicht so... Es war nicht gut, die haben gute so schlecht ausgeschaut, ja. weil das Material nicht passt. Oder Matt ist da runtergerutscht mit Nummer 1, dass ich mir dachte, was ist jetzt los? Und ich habe, also das war wirklich ein extrem schmaler Grat, wie stimme ich die Ski ab. Aber das war bei den Frauen genauso. Ja. Und von dem her haben das ein paar sehr gut gemacht. Ein paar Skifirmen haben einen wahnsinnig guten Job gemacht. Da muss man nur schauen, wer gewonnen hat. Und auch ein Pentero, wie der unterwegs war. Aber die anderen haben schon massive Probleme gehabt. Ja, die war sehr hervorragend. Also ich glaube, wenn uns einer vorher gesagt hätte, dass die 4 Medaillen gewinnen, vor allem Akira Weidle, Silber in der Abfahrt, Andreas Sander, Silber in der Abfahrt, 1/100 hinterm Wind, Romit Baumann, 700 hinterm Wind, Super-G. Also du musst dir vorstellen, wenn wir ein paar 100 schneller gewesen wären, bist du deppert, dann wären wir Medaillenspiegel für Österreich gewesen. Und das wäre natürlich schon eine Sensation gewesen. Nein, aber also so wie es gelaufen ist, alles gut. Und die haben sie auch verdient, so wie sie gefahren sind. Und haben einen sehr guten Job gemacht. Und das ist für den Skisport einfach extrem wichtig gewesen. Ja. Das wäre wirklich nicht gegangen. Also wenn bei seiner letzten WM Deutschland Erster gewesen wäre. Das stell dir vor. Wie schön war es gewesen. Ich hatte ihn angerufen, ich hatte ein Bild von diesem Medaillenspiel gemacht. Jeden Tag hat ihn einem Arme geschickt, aber dann hätte er wahrscheinlich seine Präsidentschaft um 10 Jahre verlängert.
Ja, nein, aber ich glaube, so kann jeder zufrieden sein. Ja. Die Österreicher haben im Medaillenspiegel gewonnen vor den Schweizern. Die Deutschen haben, wir können auch zufrieden sein. Also Ende gut, alles gut. Ja. Mir ist ein Clip aufgefallen, der wirklich auch dich als Stuntman quasi gezeigt hat, wie du vor dem Grödenrennen ein bisschen auch die Kamelbuckeln den Zuschauern näher bringen wolltest und bei dieser Schanze in Garmisch einfach runtergesprungen bist mit den alpinen Skiern. Ja, aber da ist bist jetzt schon ein wilder Hund. Nein, da ist jetzt nicht so viel dabei. Er ist ja voll wieder Hund, Felix. Dankeschön. Sag's bitte, wie zart das war. Nein, also das ist ja ein unglaublicher Stunt. Ja, was heißt unglaublich? Also hat dich keine Überwindung gekostet? Relativ wenig, aber es war halt einmal das Ziel. Nimmst du das ab? Ja. Ich glaube es einmal, er kann ja gut Skifahren und danke, ich habe ein bisschen kribbeln, wird schon gewesen sein. Aber ja, so ein bisschen, aber das Ding war, für mich ist das Ziel, dass man, also wir sind jetzt halt ja unter uns in Österreich, dass man die Piefke Skifahren einmal so beibringt, dass sie es auch wirklich verstehen. Und in Grön sind halt einmal die Kamelbuckel drinnen. Und der Springer, die 60 bis 80 Meter weit haben einen irrsinnigen Luftstand. Und die wollte halt einfach einmal zeigen, hey, was spielt sich da eigentlich alles ab? Und das war, ja, dann sind wir halt da über die Schanze der Kuppe. Wie weit auch schon mal gemacht, Philipp? Ja, wir haben das früher, weiß nicht, ob ich es auch gemacht habe, im Nachwuchs oder Europacup in Stams, sind wir auch gesprungen, um das Springen zu üben für die Schnelldisziplinen. Und auf einer richtigen Sprungschanze runter? Ja, genau, also, ja, genau gleich. Also 60 und ein 60er ist das in Stams. Ja, also, hallo. Das ist ein 90er, das war 120er. Das war vier Schanzentournee. Aber es ist immer gerade runterfahren und wegspringen musst, weil sonst schlagst du am Schanzentisch auf. Aber ich muss schon sagen, beim Obensitzen am Balken da ist schon einmal, weil du kannst ja nicht mehr zurück dann. Also ich hab da schon. Nein, ich muss jetzt eins sagen, ich bin beim Berg Isel einmal umgeguckt und ich hätte jetzt nicht unbedingt da fahren müssen. Ja. Also Hut ab. Ach, geh, ja. Alles gut. Ja, das ist ja wirklich der Felix. Das ist ja eigentlich wieder was die Abfahrer sind. Das sagt man eigentlich, sind die wüden Hunde. Ja, du bist ja in Garmisch auch schon super gefahren. Super-G damals wirst du noch. Ja. Jetzt reden wir aber schon sehr von der Vergangenheit. Ja, das ist schon. Noch mal für mich ist dieses ganze System so extrem aufgebläht. Das ist ja nicht nur der Skisport, sondern das sind die anderen Sportarten auch. Im Schwimmen, Michael Phelps gewinnt 9-mal Gold. Biathlon, Langlauf, egal was, die haben so viele Möglichkeiten. Das wertet ja die einzelne Medaille letzten Endes ab. Und wenn man auch jetzt schaut, speziell mit den Wetterkapriolen am Anfang, ey, in welchen Stress die danach gekommen sind vom Programm her, das war schon enorm. Du hast gar keinen Puffer mehr. Die Athletinnen, wie viele, eine Petra Fülower, Schifrin, Gisin. Ja, die Katharina Linsberger, die ist ja. Linsberger, was die für ein Programm gefahren sind, das ist ja auch für die Verletzungen. Es ist ja auch ein Riesenthema. Wann können sich die Athleten erholen? Und für mich hat einfach so ein Parallelbewerb hat für mich nichts bei einer Weltmeisterschaft zu suchen. Weil bei einem Parallelrennen musst du nicht der beste Skifahrer sein, technisch, um zu gewinnen. Und für mich bedeutet Skifahren, da fahren die besten Skifahrer die steilsten Hänge und die schwierigsten Kurse bei den schwierigsten Bedingungen runter. Und so ein Parallelbewerb, der dann auch noch so stattfindet, wo es einfach so zwei ungleiche Läufe gibt, das ist für mich einfach sinnlos. Das Gleiche wie einem Teambewerb auch. Das kann man in Städten machen, wo man wirklich versucht, ein Show-Event zu machen. Da ist das alles wunderbar. Und auch eine Kombination, die ist in den vergangenen Jahren so oft geändert worden. Die Leute kennen sich ja gar nicht mehr aus. Du musst dem Zuschauer heutzutage es so einfach wie möglich machen, den Skisport zu verstehen und nicht so kompliziert wie möglich. Und bei uns, da gibt es weil wie viele verschiedene Bewerbe hat es gegeben? 13? 13, ja. 13, ja. Und dann der eine hat das Reglement, dann da. Kennt sich keiner aus, wenn jemand zeitgleich ist. Wer kommt dann weiter? Da ist der Lauf. Also, wo sind wir denn? Also, und das sagt einer, der sogar 2005 Mannschaftsweltmeister geworden ist. Ne? Da war der Bewerber super. Nein, aber für mich hat das einfach nichts mit Skifahren zu tun, ganz ehrlich gesagt. Aber du musst immer schauen, wenn schon die absoluten Topstars nicht bei diesem Bewerb mitfahren, dann siehst du ja schon, was das für eine sportliche Wertigkeit hat für die Athleten. Wenn ein Pentereau, Christoffersen, eine Schifrin, eine Gisin, wenn die nicht am Start stehen und auch beim Mannschaftswettbewerb, das sind auch nicht die Besten am Start. Ja. Also was für Wertigkeit haben diese Bewerbe für die Athleten? Also ganz ehrlich, du musst denen eine Wertigkeit geben dann. Ja, also, wenn man die Politiker mal anschaut, wie viele tatsächlich mal Sport getrieben haben, ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Bei uns in Deutschland ist es so, dass ja prinzipiell komplett alles dicht ist. Also die Kinder dürfen nicht Skifahren gehen, sie dürfen nicht Fußball spielen. Die ganzen Vereine, es ist alles dicht gemacht worden. Aber auch nicht überall. Sie dürfen nicht in die Schule
In Hessen darfst du Tennis spielen. In Hessen Bayern darfst du, ja genau. Dann rede ich dann in Bayern. Also das ist, und das ist was, das geht mir einfach nicht in den Kopf rein, dass man, dass sich auch die ganzen, die Skigebiete und auch die Vereine haben sich Konzepte überlegt, haben Geld in die Hand genommen im Sommer und dann ist ihnen vor dem Winter, ist ihnen ein Riegel davor geschoben worden und alles dicht gemacht. Dass dieser Virus schlimm ist, alles gar keine Frage. Dass die älteren Menschen geschützt werden müssen, auch gar keine Frage. Aber wir dürfen doch nicht eine komplette Generation und unsere Kinder müssen diesen Schaden, und diesen Schaden, den werden wir erst in 15, 15, 20 Jahren wirklich erleben, die dürfen gar keinen Schaden davon tragen. Und das ist ganz dramatisch. Und wir brauchen diese Helden, dass wir die Helden von morgen wieder bekommen. Und das sind halt die Helden, sind die Sportler, die emotionalisieren. Da, wo die Kinder zuschauen und sagen, hey, das mag ich auch machen, da mag ich nach Hause gehen, cool. Ich mag mich bewegen, ich mag Sport machen. Und das wird so, es wird wirklich dramatisch werden. Und sagen, natürlich, also jeder Aktive muss sich viel mehr bewusst sein. Und das ist halt auch jetzt halt heute mal die Generation Social Media, sage ich einmal. Die sind anders wie früher. Den Athleten ist heute gar nicht mehr bewusst, was für eine Verantwortung sie tatsächlich in der Öffentlichkeit haben. Oder was heißt, ich rede nicht von allen, aber die meisten. Denen ist es wichtiger, dass ich irgendwas was Cooles auf Social Media poste. Das ist mir wurscht. Ich, wenn ein Kind gesehen habe am Skihang und habe dem ein Autogramm gegeben und das Leuchten in den Augen gesehen, das hat mir so viel mehr zurückgegeben, wie dass ich gut ausschaue oder sonst was. Völliger Schwachsinn. Aber da sind auch die Sportler gefragt, dass ihnen die Verantwortung bewusst ist, dass sie eben damit auch was erreichen können. Und das passiert mir auch zu wenig. Ja. Was werden als erstes gestrichen? Das ist die Sportstunde. Es ist wirklich, aber es muss die Politik, die sind verantwortlich für ihre Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen müssen die in der Pflicht stehen, auch etwas zu verändern. Und zwar ins Positive. Wenn du mal nach Skandinavien schaust, jetzt hat in Finnland, haben sie in dem Grundschulbereich, also Volksschule, glaube ich, sagt man bei euch, oder? 20 Minuten Unterricht, 20 Minuten Bewegung. 20 Minuten Unterricht, 20 Minuten Bewegung. Die führen das da ein. Und schau mal in diesen ganzen super schlauen PISA-Studien, welche Länder da am besten abschneiden. Ja, da sind die skandinavischen Länder, die sind da ganz vorne dabei. Und wir schauen blöd aus der Wäsche und sehen zu, wie unsere Kinder immer dicker werden und wie diese Bewegungsarmut sich auf unser Gesundheitssystem auswirken wird. Das wird man erst aber Felix,